Mit dem Gewehr und der verrückten Maske, dein Atem riecht nach Blut und du knurrst wie ein tollwütiges Tier. Willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Sniper Elite 5, den Invasion-Modus. Who cares, Mr. Garbus? Ja, heute mache ich es mir selber mal ein bisschen schwer, und zwar, ich habe ja jeden einzelnen Skin ja eigentlich schon durchprobiert. Heute werde ich allerdings den machen, weil den habe ich noch gar nicht ausprobiert. Der hat mich eher einen ehemaligen Arbeitskollegen. Und im nächsten Part mache ich dann mal den Matilosen von der Kriegsmarine. Ja. So. Ich muss ja unauffällig wirken, ne? Ich darf ja nicht sofort erkannt werden. Wir wollen uns ja extra schwer machen. Ich war aus dem Gefällt mir der Arsch nicht. Ja, sieht aus wie ein ehemaliger Arbeitskollege, ne? Daniel. Oh ja, ich erinnere mich an Daniel. So, wir müssen auf jeden Fall von unserer Knarre den Schalldämpfer wegmachen. Ich weiß, sind jetzt ein oder andere, warum machst du jetzt den Schalldämpfer weg? Das ist doch gerade geil. Ja, aber dann wissen ja die anderen Spieler ja sofort, dass ich ja jemand Spezielleres bin. Ich habe nur verschiedene Schalldämpfer dabei. Also bis jetzt habe ich hier den hier angelegt. Ne? Ich mache jetzt hier komplett ohne. Seilen habe ich hier irgendwie. Nein. Jetzt einfach nur lauter. Gib her. Laut ist ja jetzt nicht problematisch. Hauptsache mehr Schaden und mehr Kontrolle und so. Das ist doch geil. So, meine Lieben. So, das wurde angepasst. Ja, wir stürzen uns jetzt mal sofort ins Gefecht. Mal gucken, ob Daniel uns Glück bringt. Ich hoffe es doch. Liberation. So viel Grün und ich habe hier die schlechte Tarnung, die man halt nur haben kann, wa? Das könnte spaßig werden. Wo bin ich überhaupt gerade? Yep. Das könnte überall sein. Komm, geh mal in den Norden. Ich sehe eh keine Leute mehr, also ist der hier anscheinend schon durchgekommen. Wir können auch einfach übers Grüne gehen. Oh, war fleißig. Wir haben null Tarnung damit. Das könnte problematisch werden. Ich habe Explosionen gehört. Wir müssen da ganz schnell hin. Daniel, dein Typ wird gefragt. Daniel musste jetzt ganz schnell den Typen da wegmachen. Ich habe die Explosion wahrgenommen, ja. Könnte aber von da drüben schießen. Jetzt habe ich einen Schuss gehört, laut und deutlich. Ja, ja, der ist da drüben. Du hast dich verraten, Scharfschütze. Ja, ja.
Auf nach oben, auf nach oben. Da drüben ist der oder was? Da unten, und ja, ich habe ihn schon gesehen. Schon gesehen, Karl, schon gesehen. Erster Kill mit Knarre, sehr gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Daniel hat seinen ersten Abschuss geschafft. Sehr schön. Gute Arbeit, Daniel, aber die Knarre ist nicht so effektiv. Ich dachte, die haut ein bisschen mehr rein. Oh ja, der Atlantik war sehr gut. Da gibt es auch hier und da ein paar Ingenieure. Also passt das ja. Von dem her ist jetzt der Skin von Daniel nicht so ganz fehl am Platz. Der kommt bestimmt über den Strand, nicht wahr? Muss mich konzentrieren. Nee, oder? Der ist jetzt. Der ist gar nicht mal so weit weg. Okay. Na, komm mal her. Dort im Farmhaus hat er sich verschanzt. Alles klar. Du brauchst mir nichts vormachen. Ich weiß genau, wo du bist. Entweder oben oder hier außen. Der könnte wirklich hier oben unterwegs sein. Da ist drüben ein Haus drinne. Ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Hab dich schon gesichtet, Karl. Ach, Karl. Was soll denn das, Karl, hä? Was soll denn das? Beim Schlossknacken erwischt. Beim Schlossknacken. Du machst vielleicht Sachen.
Beziehungsweise, weil ich ja der Ingenieur bin, habe ich ihn mit meinem Schraubenzieher getötet. Ja. Der Atlantikwall. Ja, sehr schön. Ist eine gute Map. Rage Quit. Atlantikwall. Ja, bitte nicht wieder Rage Quit. Na schön, wir sind hier. Der lebt noch, das ist gut. Der hat da hinten schon Remi-Demi gemacht, das ist schlecht. Die Bunker sind allerdings noch aktiv, das ist gut, aber ebenso das Geschütz. Trotzdem ja die Frage, wo könnte er kommen? Na schön, Leute, habt ihr irgendwas gesehen? Coole Brille. Da drüben, da drüben, da drüben, das ist. Ah, oh, ja, es leuchtet schon. Ich höre Schüsse, er ist genau hier. Schuss gehört. Wo habt ihr euch versteckt, ihr dreckigen Dissidenten? Ja. Hier tobt Krieg. Nicht vergessen, Leute, ich muss den Abschluss machen, ja. Verkrochen. Erwischt Karl. Mach dir nichts draus. Spinnerschule, sehr gut. Eine gute Wahl, Mysteriantes sind. Dann wollen wir mal. Noch eine Minute, na gut. Ich kann trotzdem hochlaufen. Sagen, ey, da fehlt doch jemand, ja. War ja also bereits, okay. Die Route wird berechnet. Naja, der ist der nächste, der ist der nächste, der tot ist, ja. Telefon wäre jetzt gut. Du jetzt hier die Stellung, ne? Auch die Stellung halten, Keule, komm.
Konzentration. Schuss gehört. Ich höre einen Schuss, ja. Aber genau da, wo ich beim Telefonieren war. Oh, scheiße. Das war knapp. Ich dachte schon, ich wäre tot. Hab dich. Ein präziser Schuss. Muss das sein hier? So muss das sein. Ja, ja. Ey, der Ingenieur kann auch gut schießen. So ist ja nicht, ne? Manche Sachen verlernt man eben nicht. Ja, das ist sein Pech. Mein Glück. Atlantikwall, sehr schön. Oh, er spielt auf schwer. Das könnte eine Herausforderung werden. Normalerweise gucke ich ja nicht danach, auf welche Schwierigkeitsgrad die Leute spielen. Nur in den seltensten Fällen, aber diesmal so, ja, warum nicht? Okay, also, wir sind hier. Da weiß ich ungefähr, wo er sein könnte. Schuss gehört, ich weiß, wo er sich befindet. Und ich höre noch mehr Schüsse, ich weiß, wo er ist, okay. Ich höre ihn laut und deutlich. Jetzt werden wir das Ding hier manipulieren, ja, ja. Verderben wir den Spaß. Leben. Das Ding steht hier noch. Wo könnte er sich befinden? Irgendwas kommt schnell näher. Wir campen hier. Ich höre ihn immer näher kommen. Das sind zwei, oder? So, und ich war nur einer. Okay. Damit hat er nicht gerechnet. Schwierigkeitsgrad schwer und dann auf einmal. Oh, wer ist denn das? Da ist ja nie eine Wache. Oh mein Gott. Der Atlantikwall. Ja, war ich gerade eben schon gewesen. Gucken wir mal. Wer könnte hier auf dem Weg sein? So. Ja, ich habe schon Schuss gehört, alles klar, er ist hier auf dem Weg. Leute, Vorsicht, hier ist ein Scharfschütze unterwegs. Was wir gesagt haben.
Vorsicht, Leute, ich höre Schüsse. Ja, laut und deutlich, laut und deutlich. Alarm, Leute, Alarm. Warum macht ihr nichts? Schon gesehen, Karl. Schade, ich habe eigentlich auf seine Klöten gezielt. Gut, meine Lieben. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn ich dann den Matrosenjungen spiele. Bis dahin würde ich sagen, passt euch auf. Macht's gut, meine Freunde. Ciao.